Weihung betrifft Ruxandra Dornose. Sie stammen aus Rumänien. Ihre Kindheit war sie geprägt von Musik? Ja, ich habe Klavier studiert, seit ich 6 Jahre alt war. War auch geplant, dass ich eine Pianistin werde. Habe auch in diesem Sinne gearbeitet, sehr viel geübt, sehr viele Konzerte, Wettbewerbe und so weiter, alles, es war alles sehr, sehr ernsthaft in Rumänien. Wenn man ein Instrument studiert hat, dann hat man studiert und ja, also bis zu 18, bis ich 18 war, habe ich gedacht, ich werde Pianistin. Wer wurde auf Ihre Stimme aufmerksam und förderte Sie? Ja, als Pianistin in der Musikgymnasium in Bukarest mussten wir auch Stimme lernen, üben, damit wir besser begleiten können. Und ich fand das spannend, ich habe die Stunden ernst genommen und traf ich eine sehr enthusiastische, überenthusiastische sogar Lehrerin, die mich sofort als tolle Mezzo-Stimme, das ist auch interessant, weil viele Leute suchen ihr Stimmfach lange, bis sie dann genau wissen, was sie sind. Bei mir hieß das vom ersten Mund aufmachen, ich bin Mezzo. Und ja, diese Lehrerin hat mich dann sehr ermutigt, hat mich sofort in ihrem Klassenkonzert eingeladen zu singen. Und ich fand das wunderbar, ich fand das sehr inspirierend, sehr exciting so. Und ich habe dann angefangen zu studieren. Und ein Jahr später musste ich entscheiden, was studiere ich jetzt weiter an der Hochschule, Klavier weiter oder Stimme. Das war eine schwierige Entscheidung und es war auch eine riskante Entscheidung mit Klavier. Ich wusste ganz genau, wo ich bin. Ich war eine gute Pianistin, hatte Wettbewerbe gewonnen, international auch. Und mit Stimme war alles so in der Luft, aber im Nachhinein, ich weiß, dass das gar keine schwierige Entscheidung hätte sein sollen und das war auf jeden Fall die richtige. Weil mein Calling war ja hier zu singen. 1990 kam der zweite Preis am ARD-Musikwettbewerb. War das ein sehr wichtiger Preis? Ja, es war ein wichtiger Preis. Vor allem als Rumänien, die in Rumänien lebte noch. Klar war Rumänien ab Dezember 1989 gerade rechtzeitig sozusagen für mich geöffnet. Trotzdem war das alles nicht so leicht im Kontakt mit der musikalischen Welt Europas zu kommen. Und diesen Wettbewerb hat für mich viele Türen geöffnet. Es hat mir auf jeden Fall einen Preis in Geld gegeben, das mir dann erlaubt hat, auch zu reisen und Vorsingen zu machen. Dann hat mir erstmal sehr viele Konzerte ermöglicht und auch die Vorsingen dann an Basler Theater und in der Wiener Staatsoper, wo ich dann engagiert wurde. Also das war auf jeden Fall für mich ein Tür- und Möglichkeitenöffner. Durch den Wettbewerb sind Sie auch an Serge Lucille Bedacke gekommen. Erzählen Sie uns von den Proben. Das war wirklich phänomenal. Ich bekam diesen Anruf von einer Agentin in München, Lore Blümel. Die fragte mich, würden Sie frei sein im Oktober, November, die Harmoniemesse zu singen? Und ich war frei natürlich, partout überall, ich hatte gar nichts. Hatte gerade mein Studium beendet und ich habe gesagt, ja, ich bin frei. Haben Sie die Harmoniemesse schon gesungen? Nein, ich habe noch nicht gesungen, aber es ist überhaupt kein Problem. Ich lerne es auch in 2 Wochen, wenn möglich, wenn notwendig. Und dann sagte sie, okay, ich werde Sie vorschlagen. Und dann frage ich, aber wo, aber mit wem? Und dann sagt sie, nein, hier, mit der Münchner Philharmonik und mit Serge Lucille Bedacke. Und dann ist meine Knie weich geworden, weil Lucille Bedacke für allen, aber für mich als rumänische junge Musikerin war ein Idol. Ich war mit meinem Klavierlehrer in seine offenen Proben. Er hat
ein paar Konzerte dirigiert in Bukarest während meiner Studienzeit. Und da waren die Proben offen und wir haben religiös, total im Ohr geschaut, diese Proben. Und jetzt durfte ich mit Celi Vidache singen. Das war fantastisch. Und bei den Proben, es war weiterhin so. Also er war schon alt und musste sitzen, auch wie er dirigiert hat. Aber er war so energetisch und so einen ganz lebendigen Esprit, also ganz eine faszinierende Persönlichkeit. Und wir saßen alle Solisten auf der Bühne permanent, auch des Konzerts und so. Und es war faszinierend, ihn permanent anzuschauen, wie er auswendig dirigiert und wie er vor jedem Einsatz verschiedene Instrumente, Sänger, nicht nur natürlich rechtzeitig da ist, aber du siehst auch in seinem Gesicht und seinen Augen, wie du singen musst oder spielen musst. Es war eine tolle, tolle Erfahrung. Wie kamen Sie dann nach Wien? Ich habe vorgesungen dem Direktor, dem Opernintendant, Herr Holländer, damals. Er hatte mich im Radio gehört bei der Gala, beim Preisträger-Gala vom ARD-Wettbewerb. Und dadurch hat er akzeptiert, dass ich dort vorsinge. Und dann hat er mir den Vertrag angeboten. Einfach so. Sie arbeiten unter anderem mit Maris Jansons, Claudio Abbado, Zubin Mehta zusammen. Könnte das Musikerleben nicht schöner sein? Das ist eine gute Frage. Es hängt alles davon ab, wie es in den respektiven Momenten geht, wie alles zusammenkommt. Man kann ganz sicher mit großen Dirigenten und mit tollen Kollegen arbeiten und da stimmt es irgendwie nicht. Und es kann dann sein, und das sind die Glücksmomente, die man immer sucht, dass alles passt. Und natürlich, das ist sowieso alles an einem fantastischen hohen Niveau, die Namen, die Sie genannt haben und so viele andere. Und trotzdem will man immer eigentlich nur nach einer Art Wahrheit sucht, dann kann man die finden, auch in unerwartetere Situationen und mit vielleicht weniger bekannten Künstlern. Aktuell singen Sie an der Deutschen Oper Berlin, die Donna Elvira aus Don Giovanni. Wie ist die Probenarbeit? Ist jetzt eine Wiederaufnahme. Natürlich, ich war bei der Premiere dabei, in der Kreation dieser Produktion. Es war damals sehr, sehr spannend mit dem Regisseur Roland Schwab. Jetzt ist es sehr interessant, sich zu erinnern, was da war vor 2 Jahren. Ich spreche von meinem Sichtpunkt jetzt. Und dann zu merken, wie die Rolle sich ein bisschen weiterentwickelt hat und wie auch mit neuen Partnern dann auch andere Farben bekommen kann. Es macht sehr viel Spaß und ich freue mich, dass ich das darf. Welche Projekte stehen außerdem in 2013 an? Verschiedene, ja, wieder Oper und Konzert, fast in gleichermaßen. Ich singe sehr gerne auch Konzert und eigentlich gerne auch Lied, obwohl ich mir wünschen, dass das mehr ist. Es kommt eine weitere Produktion Don Giovanni gleich im Anschluss in Frankreich und dann Konzerte mit Farnace Vivaldi. Das ist eine Oper, die wir vor circa 1,5 Jahren aufgenommen haben für Virgin EMI und dann in mehreren Konzerten vorgestellt haben, in Paris, in Lausanne, in Amsterdam und auch szenisch in Straßburg in eine neue Produktion. Und jetzt kommen wir wieder und machen ein Konzert mit Farnace in Versailles. Dann der Nation de Fos, das ist wieder eine Oper, die ich
Oper oder auch nicht, weiß nicht, wie man das bezeichnen will. Man kann es sehr gerne inszenieren, aber es funktioniert wunderbar auch im Konzert. Ich singe dann aus der Brust sehr oft und jetzt werde ich es wieder singen in London mit Charles de Troyes. Andere Konzerte in Prag, ein Verdi-Requiem, da komme ich zurück zu dem Verdi-Requiem nach langer, langer Zeit. Ich freue mich schon sehr. Ein Rosenkavalier in Amerika, in Cincinnati, die Ure-Lieder in Mexico City und so weiter. Also es sind viele verschiedene spannende Projekte. Spielen Sie noch Klavier? Ich spiele noch Klavier. Jetzt, nach einer langen Pause, würde ich eigentlich sehr gerne wieder mehr Klavier spielen. Es ist aber schwer, wenn man immer auf der Reise ist, man hat nicht immer ein Klavier zur Verfügung und dann leidet es ein bisschen den Impuls. Aber Klavier würde ich sehr gerne spielen. Ja. Letzte Frage, was wünschen Sie sich von der Zukunft? Frieden. Frieden und Gesundheit für mich in meinem Leben und für alle und in allen Leben. Es ist irgendwie, es kommt mir vor, als ob das Wichtigste ist, dass man die Ruhe, die Hoffnung, die Kraft hat, schöne Sachen zu machen. Herzlichen Dank.